So, Kaschmir und wo ist der Niklas jetzt hingegangen? Ja, genau der! Niki! Thomas Currywurst hat der gestern gesehen, super! Ja, ist Vorbereitung! Ehrlich, richtiger Profi! Der Norweger! Kommt da raus! Der Norweger! Also ich weiß nicht, ob wir da mit der Kamera noch ranzoomen können, der hat noch ein bisschen Mayonnaise im Mundwinkel, weil er eine Curry Pommes reingehauen hat. Ja, also Niki, du bist ja eigentlich von der Gegebenheit her als Norweger so ein bisschen so ein ruhiger Typ und so war es auch ganz am Anfang, wo du zu uns gekommen bist. Aber wie du am Mittwoch gerade nach den 90 Minuten eskaliert bist, wie du aus der Haut rausgefahren bist, war es dein erster Aufstieg? Ja. Das ist der erste Norweger, den ich kennenlerne, der Deutsch in ganzen Sätzen in Perfektion beherrscht. Aber Captain, ich probiere meine Jungs die ganze Zeit beizubringen, ein Jahr lang, oder die jetzt schon über ein Jahr hier sind, seitdem ich hier bin, anderthalb Jahre lang. Ein Satz besteht aus Objekt, Prädikat und? Subjekt. Ah, da wieder aufgeschnappt, weil ich wieder welche vorgesagt. Also insofern verbrauchen wir nicht. Ich habe auch so ein bisschen mehr. Für mich geht es ja nicht nur um Fußball, für mich geht es auch ein bisschen um erzieherische Maßnahmen. Du möchtest hier in Wattenscheid einen Bildungsauftrag erfüllen. Aber wie geht das denn mit einer Truppe, die augenscheinlich nur aus Alkoholikern besteht? Ja, das ist ja das Schöne, die kannst du jeden Tag wieder neu anlernen, weil die alles wieder vergessen machen. Das Einzige, was du da lernen kannst, ist eine Kaste Bier, ne? Und dann stellst du am nächsten Tag ein Feuer dahin, ne? Aber den vergessen sie nie. Aber Niklas, vielleicht beschreibst du einfach mal das Gefühl, damit du nicht nur mit Ja oder Nein antworten kannst. Wie war es für dich, wie alt bist du jetzt, 24? 24, studiert, relativ intelligenter Junge, spielt halt auch hinten, Innenverteidiger, wie ich euch ja gerade schon erklärt, oder auch links hinten. Wie war es für dich, aufzusteigen und vielleicht beschreibst du einfach mal so dein Gefühl, was du Mittwoch auf dem Platz und vor allen Dingen Mittwochabend hattest, wenn du dich daran noch erinnern kannst. Nee, das war ein schönes Erlebnis, aufzusteigen. Nein, es war mir gut gefallen, nicht gut gespielt, aber 1-1 reicht. Und deshalb konnten wir schön. Und ich feiere nur, wenn es was zu feiern gibt. Ich feiere mich nicht selber, sonst immer. Und darum war es ein schönes Erlebnis, in der Aule noch mit den Fans Gas zu geben und auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so nervös habe ich den noch nie erlebt. Ne? Der ist in der Kabine immer ruhig, der ist immer ganz entspannt, aber kaum ne, hält man dir ein Mikrofon hin. Ist nicht so dein Ding, oder? Deine Freundin steht vor dir. Nein. Nein. Ja, Captain, was machen wir denn mit solchen Leuten? Die müssen wir auch irgendwie mit durchziehen, oder? Nix. Lass mal die Links liegen, oder? Ja. Trikot anziehen. Kaschmir, komm mal zu dir. Der Trainer hat es gerade schon gesagt, kompletter Fehleinkauf. Ne? Hast du selber auch eingesehen? Hast du um Vertragsauflösung gebeten? Dem ist der Verein dann nicht nachgekommen. Und ja, warum auch immer, Melchen hatte sich verletzt. Da brauchten wir irgendwie einen, der noch hinten drin spielen kann. Die Jungs aus der zweiten Mannschaft wollten selber noch aufsteigen, deshalb wollte der Trainer die nicht hochgeben. Und dann mussten wir doch wieder auf dich zurückgreifen. War sicherlich, um es wieder ernst zu nehmen, nicht einfach für dich. Du hast am Anfang, ich glaube, 2 oder 3 Spiele gemacht, die auch erfolgreich waren. Bist dann rausgegangen und am Ende dann wieder reinzukommen. Und ich glaube, wir haben bei dir kein Spiel verloren. Die Spiele, die du gemacht hast, war nicht einfach für dich. Beschreib es vielleicht für dich, wie dieses halbe Jahr, dieses intensive halbe Jahr für dich von der Gefühlswelt vielleicht war. Ja, also. Bester Mann, Ostling. Danke. Ich bin ja auch zuerst vom ETB gekommen, der, wie schon vielleicht jeder weiß, auch insolvent war, kein Geld hatten war. Und ja, dann habe ich halt versucht, irgendwie noch weg. Kein Geld und kommst nach Wattenscheid. Genau deswegen. Jetzt haben wir hier so viel Geld. Nein, aber ich wollte halt unbedingt wieder spielen und ja. Feiern. Und ein bisschen feiern, was trinken, genau.
Nee, aber dann. Der kann schon mehr sagen wie der andere, ne? Also, manchmal muss ich auch sagen, bei Vergleichen immer als. Als der andere, nicht wie der andere. Ja, und dann habe ich einen Anruf bekommen vom Wattenscheid und die Bemühungen über mich war halt sensationell, deswegen habe ich. Wer war das denn? Ossi und der. Wie oft hat der angerufen? Wie oft hat der angerufen? Wie oft? Ja. Stündlich? Ja. Ja. Auch über Weihnachten so? Ja, eben, genau. Ja. Ja. Und was sagt die Familie? Unterschreib endlich, damit wir in Ruhe Weihnachten feiern. Ja, ja. Nee, also für mich war es auch wichtig, einen Verein zu finden, der jetzt auch Perspektiven nach oben hat. Und das ist hier aber falsch. Nee, eben nicht. Also auch schon klar, das ist rundherum perfekt, super, die Mannschaft, richtig geil. Top einfach. Das war ein falscher Film, wenn man das hätte. Ich finde, die Gespräche wirken jetzt zu seriös. Ja, sollen wir uns nackt machen, oder? Nö. Aber die Gesprächsführung ist so irgendwie, weiß ich nicht, so alltäglich. Ja, die Problematik ist ja, guck mal, wir haben jetzt hier drei Verteidiger auf der Bank sitzen, ja. Und das sind dann nur mal die Leute, die übers Denken kommen. Und, ja, kommt ihr nicht über die alkoholische Schiene auch ein Stück weit? Auch aber wir können damit umgehen, wir können so ein Ding verarbeiten. Der Niki Andersen, der ist ja Sohn eines berühmten Vaters, hat er den wahrscheinlich zu sehr auf die professionelle Schiene geebnet? Ui! Nein! Ja. Wie viel Fußball-Sachverstand oder wie viel Fußball-Gene hast du von deinem Papa? Gar nichts! Wie man heute im Training gesehen hat, vorne bin ich wieder am Platz. Nein, aber er hat mich immer unterstützt, hat mir immer Tipps, wertvolle Tipps gegeben, aber hat mich nie gezwungen, dass ich jetzt Fußballer werden muss. Aber ich glaube, es war der richtige Weg. Und ich würde auch dazu sagen, groß. Ja. Ja. Wer es nicht weiß, der Papa ist Jörn Andersen. Er war Bundesliga-Torschützenkönig bei Eintracht Frankfurt in den 90ern. Als erster ausländischer Spieler in Deutschland, genau. In den 90ern. Ja, meinetwegen, in den 80ern. Aber wie hast du das? Hast du das als kleiner Junge schon miterlebt? Oder gab es dich da noch gar nicht? Also in der Zeit noch gar nicht. Da warst du ein kleiner Profi, ne? Und erst später, wo er dann die Karriere auskriegen lassen in der Schweiz. Wie fühlt sich das an, so einen berühmten Papa zu haben? Ist das ein Ansporn dann für dich, auch Fußballer werden zu wollen? Oder? Ja, schon, aber man hat auch dann viel mit Fußball zu tun. Und da sieht man es auch mit einer gewissen Distanz, weil man halt von klein auf im Fußball aufgewachsen ist und das nicht mehr alles vielleicht so mega ernst nimmt. Und aber ich glaube, ja, den Endkarriere habe ich bei ihm mitbekommen, wo er in der Schweiz gespielt hat. Aber da war er dann auch Verteidiger am Ende und das habe ich gleich dann ein bisschen bei ihm abgeguckt, wie er dann auch verteidigt hat. Tommy, du darfst. Du hast dir was abgeguckt? Nein. Nein. Okay. Wenn wir unseriös werden wollen, dann brauchen wir wieder Leute aus der Offensive, weil, wie gesagt, wir hier hinten, wir sind so die Strategen aus der Mannschaft eigentlich. Du vor allen Dingen, ja. Ja, klar. Du bist ja auch total humorlos und so, nicht? Ja. Das stimmt natürlich. Ja. Und insofern, also wenn wir sagen wollen, wir wollen wieder lustig werden, wir wollen lachen, dann müssen wir den Zeigers auf den Gottes Willen. Über den Zeiger habe ich heute schon eine ganz üble Hiobsbotschaft gehört, der hat verlängert, ne? Leider, ja. Ach du Scheiße. Komm doch, Blauer. Also insofern, Jungs, danke nochmal an euch. Gerade nochmal danke für die, wo wir so ein bisschen unter Druck geraten sind. Die letzten 3-4 Spiele, die wir jetzt gemacht haben, zusammen auch. Und ich glaube, ja, wir haben den Laden ganz gut hinten zusammengehalten. Nochmal riesen Respekt, gerade Kasak, an dich. Das war nicht so einfach für dich, da auf einmal reinzukommen, der Mann zu stehen. Aber darauf kommt es halt im Fußball an und das hast du gemacht. Riesen Respekt. Dankeschön.